Ja, hu, hier wieder beim Qualy und beim Lesshark Dark. Wir sind immer noch hier vor diesem komischen Nicholas Winter. Und wir müssen eigentlich eine Maske suchen, aber wir haben mir gedacht, so vielleicht nehmen wir einfach mal so eine Quest von dem mit, ne? Wenn er schon eine hat. Eine hat er ja. Vergnügungsparkkönig. Endlich. Sind Sie von Grayson Security? Ich habe versucht, Sie. Nein. Sie haben nicht zufällig einen Helikopter, oder? War klar. Das hier ist Privatbesitz, aber ich will jetzt nicht darauf herumreiten. Bedeutet mir nicht allzu viel. Wer will schon eine Vergnügungsparkruine auf einer gottverlassenen Insel im Atlantik? Außer Nathaniel Winter natürlich. Ja, der Nathaniel Winter. Millionär. Magnat. Vergnügungsparkkönig. Wie man ja unschwer erkennt. Nathaniel brachte mich während des Baus her. Und schon da gab es Unfälle. Arbeiter stürzten zu Tode. Maschinen versagten, sobald sie eingeschaltet wurden. Ein seltsames Flüstern bei Nacht. Laut den Arbeitern kam es von den Fahrgeschäften. Aber mein Vater war ein sturer Mistkerl. Der Park öffnete trotzdem genau nach Plan. Die ganze Insel kam zur Einweihung. Aber die Unfälle gingen weiter. Die Achterbahn entgleiste. 3 Leute starben. Ein 10-jähriges Kind lag zerstückelt hinter dem Zuckerwattestand. Ein Angestellter im Eichhörnchenkostüm drehte durch, stach 2 Teenagern ins Auge. 1980 musste Nathaniel dann schließen. Es gab Untersuchungen. Das stand in allen Zeitungen. Also machte er dicht. Er blieb hier und meine Mutter und ich gingen zurück nach Boston. Hab den Mistkerl nie wiedergesehen. Nachdem im Autoscooter ein Ingenieur zerquetscht wurde, hat Nathaniel mal gesagt, es hätte alles so kommen müssen. Große Taten erfordern immer große Opfer, sagte er. Das nächste Mal sah ich meinen Vater in einem Sarg. Er überlebte alle und ich bekam nichts von seinem Vermögen. Ausgenommen... Ich will sein Geld nicht. Um den Park habe ich auch nicht gebeten. Ich will nur antworten. Man kann über Nathaniel Winter viel sagen, aber er investierte nie falsch oder war vorschnell. Also warum zum Teufel hat er diesen Park gebaut? Ich habe sie gehört. Bei Nacht. Die Fahrgeschäfte. Sie flüstern wirklich. Okay, und warum ist da eine Leiche in deinem Auto? Merkwürdig, 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 dieser Kerl. Das kommt beim zweiten. Das erklärt er dann. Warum eine Leiche in seinem Auto ist? Ja. Hier ist eine Karte in dem Auto. Das ist keine Karte, das ist der letzte Wille von seinem Vater. Testament. Okay. Zum Haupteingang gehen. Ich mache jetzt erstmal hier, ich muss mir mal meine Handschuhe ändern. Das sieht nicht so. Sieht so. Oh, naja. Hände. Ich mache wieder hier Armringe. Das sieht ein bisschen mehr. Nicht so aggressiv aus. Mit den beiden Uzis, das sieht nicht so aggressiv aus. Ab zum Eingang. Und was ist jetzt hier im Eingang? Ah, hier ist ein Schild, okay. Ich bin gerade einem Spieler hinterhergelaufen. So, so. So schnell hast du mich schon so vergessen. So, ja, hier ist eine Karte von dem tollen Park. Und jetzt müssen wir die Vergnügungen benutzen und überleben. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das so toll finde, aber gut. Bist du, warst du nie in dem Vergnügen? Nicht in solchen wie hier. Ja, okay. Heilung. Ich hatte eigentlich immer Angst vor Achterbahn. Nee, das hatte ich nicht. Ich war bis heute noch nie in einer Achterbahn. Das ist krass. Also die mit Raten überschlagen, ne? Okay.
müssen wir hier das Ding hier, Steuergerät. Du machst es schon. Okay. Raus. Greift gut, ist das Ding an. Darunter werden wir geschockt und gleich geht das Ding auch runter und macht massiven Schaden, wenn das da dran steht. Na gut, dann kannst du ja ruhig runtergehen. Das meine ich. Und da hinten kommt gerade ein Monster an. Da kommt auch noch ein großer. Der aber wahrscheinlich nicht geschwächt ist. Und warum? Weil er zu nah dran war. Was nehmen wir daraus, Kinder? Nicht zu nahe an den Freizeitaktivitäten. Ja, ja. Vor allem nicht, wenn ihr so dicke seid wie der. Noch mehr Zombies. Los, gib mir einen Headshot. Oh, ich schieße ja schon. Nicht, dass ich viel Schaden mache, aber ein bisschen. Kleinvieh macht auch ein bisschen so. Ja. Und wann können wir jetzt mit dem Ding fahren? Mit dem Ding fahren bin ich, das ist jetzt schon die Fahrt. Oh. Zombies. Ich konnte natürlich versuchen, mit reinzuspringen. Besser. Und ey, hier kommt du, er killt sich schon selber dadurch, dass er da reingeht. Okay. Da kommen noch mehr Zombies. Da kommt Zombies. Ja. Und nun? Zum nächsten, oder? Ja. Wäre das ja jetzt gut gefunden, wenn wir damit hätten fahren können. Okay, der wird knifflig, der sag ich lieber schon mal Bescheid. Der lässt gerne Sachen explodieren, so im Kreis. Mhm. Ich sammle die Zombies. Ja. Okay? Du gehst hinter denen, da sind zwei Fässer. Die musst du aus der Distanz zerstören, nicht nah rangehen, dann gehst du nämlich drauf. Okay. Hinter denen. Ich sammle die Zombies ein, die spawnen. Und sprinten. Wo sind denn hier Fässer? Hinter dem Ding. Ah, da. Warte, das ist ein Zombie. Gut. Nehme ich mit. Komm. Boah, wie lange die brauchen. Okay, bin tot. Okay. Ich habe mein Bestes getan. Ich habe ja auch nicht geheilt. Ich wusste ja, Benzinkanister töten. Ja, ich habe mich überschätzt, sagen wir so. So, nun zur Achterbahn gehen. Du musst dich einfach zurück zu meinem Körper. Nein, ich habe es jetzt erstmal mit Zombies zu tun. Guck mal, ob ich die auch alle nehme. Die tun das nicht wirklich. Drohne, hilf mir! Mit. Da kommen immer mehr Zombies. Ich komme schon. Drohne. Heilt den Leshard Arg. Leshard, okay, diese Version habe ich noch nie gehört. Ja. Da habe ich schon eine andere Version gehört, die französische von Falken. Okay. Leshard. Französisch. Der schießt ja immer noch hier, oder was? Ja, da ist es wieder, fit. Also. Besser nicht hereinstellen. Besser weiter. Nee, wir deaktivieren steht bei mir immer noch. Bei mir steht zur Achterbahn gehen. Ja, ich muss das auch noch machen. Wahrscheinlich, weil du gestorben bist, ne? Jetzt schon wieder? Nee. Ich versuch dich mal zu heilen, wenn ich da was muss.
Jetzt zur Achterbahn. Okay. Wahrscheinlich war ich zu weit, weil ich tot war wahrscheinlich, wie das geschafft hat. Ja. Okay. Am besten nicht hier, weil der Gerät gleich wieder aktiviert. So, ja, entschuldigt, ich weiß jetzt nicht, wie viele ihr hier verpasst habt, weil ich hatte mit dem Aufnahmeprogramm ein paar Probleme gerade. Wir haben jetzt hier da dieses Ding da kaputt gemacht und jetzt hast du gesagt, hier ist der Wendigo, den wir töten. Ja, die Bestie von der Nebenquest, die wir beim Roman eingesammelt haben. Ah, okay, check ich. Das ist aber auch kein Thema, das Ding. Boah, ich find's richtig OP. Oh, ich hab einen neuen Rang. Geht fett. Und der verbunden. Du bist nun ein Zede. Was? Oh, ein Telefon. Okay. Haben kein Wort verstanden, aber gut. Ich bin jetzt irgendein C von irgendwas. Das ist doch wunderbar. Mal ganz kurz gucken hier. Die Verwesung. Nee, ich möchte bitte die Armee bleiben, nicht die Verwesung sein. Ich will hinten sitzen. Dann gehe ich nach vorne. Achterbahn fahren! Ja! Wir müssen die Arme noch oben halten. Wer ist das denn? Der schwarze Mann. Was macht der hier? Der herrscht hier. Kennst du nicht? Schwarze Mann unter deinem Bett? Jetzt ist der schwarze Mann im Vergnügungspark. Unter meinem Bett ist nur Staub. Bei dir vielleicht. Langweilig. Wir haben erstmal die Höhe erreicht. Jetzt geht's gleich erst los. Gleich jetzt runter. Ich hab's nämlich mit Marley aus Versehen geskippt gehabt. Ich kenne das selber noch nicht. Die Fahrt. Hey, willst du ein Date? Nehme ich jetzt Nein. Oder ein Vielleicht. Aua, 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 aua. Ich hätte vorher mal einmal kontrollieren können hier, ne? Okay. Jetzt, wo er sagt, eine gewisse Ähnlichkeit existiert. Ja, fall den Zombie um. Toll, sehr gut. Ja, das war bisher das Beste der Fahrt. Ja, ist ein bisschen langweilig, ne? Ja. Aber die ganzen Zweige bremsen einen noch aus. Kommt raus, wo immer ihr seid. Ja, gleich ist es schon wieder vorbei. Schock-Element. Wo? Oh. Ich muss sagen, ich bin wirklich enttäuscht. Aber wenigstens machen sie es wie bei einer richtigen Achterbahnfahrt. Was sagst du dazu, Karl? Ja, würde ich auch sagen. Was hat er gesagt? Ich habe nicht zugehört. Tja. Er hat gesagt, die Fahrt wäre besser ohne dich gewesen. Er hat recht. So. Den Lehmgolem zerstören. Zum See der Liebenden. Warum läuft ein Lehmgolem in einem See der Liebenden? Na, aber du weißt, sind wir beide hier beim See, ne? Wir waren ja schon zusammen in der Kirche. Ja, du hast den Herzvertrag abgelehnt. Ich bleib dabei. Ich weiß nicht, ob du da unten in dem Wasser drin stehen willst. Das macht mich nur langsamer. Und wenn ich bleib dann sowieso bei ihm stehen. Okay. Ich heile dich mal. Nicht, dass ich was anderes jemals
Hier, ich krieg dir noch ein paar Buffs. Und wenn du crittest, damit das schneller ist. Ich brauche Buffs, dass ich nicht mehr so oft umfalle. Das kann ich leider nicht. Noch mehr. Haha, umgefallen. Siehst du mal, wie das ist? Ja. Oh nein, den Spruch sage ich jetzt nicht. Der wäre grausam. Ich hatte gerade einen Spruch im Kopf. Wenn ich den gesagt hätte, das wäre grausam. Wir kommen hier nicht mehr so einfach raus jetzt, ne? Da hinten. Da müssen wir hinschleichen. Sprinten! Guck mal, Karl ist geflogen. Das ist schlau. Das ist Gleiten. Fliegen ist was anderes. Er gleitet. Und es simuliert mit den Flügelschlagen simuliert er das. Wie bei Hühnern. Die glauben auch, dass sie fliegen können. Yay, yeah, Riesenrad. Bist du mit dem Bruder auf dem Boden? Riesenrad, Riesenrad. Komm, Karl. Wir fahren mit dem Riesenrad. Guck mal, wer da kommt. Ey, ich wollte mit dem Riesenrad fahren. Guck mal, wer da steht. Ja, Nitz. Der schwarze Mann. Ey. Ach, keine Ahnung. Autoscooter gehen. Die nächste Quest von dem Winter ist, den zu töten. Der lässt mich nicht mehr im Riesenrad fahren, der Sack. Wo geht's denn hier rein? Eine sehr, sehr gute Frage. Ich werde die antworten. Ich will da rein. Genau, ich liebe Autoscooter, in andere rein zu crashen. Das habe ich schon immer als Kind gerne gemacht. Und sind wir nicht alle noch irgendwo Kinder? Ja, cool. Ein wütender Clown. Hast du mal Magic gespielt? Klar spiel ich Magic. Kennst du noch die, den Spruch, der beim wütenden Goblin drunter steht? Oh, ich kenne mehrere Versionen des Goblins, das ist das Problem. Bei manchen steht verschiedenes, deswegen. Da stand auch irgendwie als Ende dann immer nur, aber hauptsächlich wütete er. Ja, aber Goblin war auch rot. Ich habe immer blaue oder schwarze Deck gespielt. Meistens schwarze. So. Ich stehe auf Untote. Ich bin Vampir-Fan. Ich habe ein absolutes Vampir-Deck. Ich bin ja, das allgemein, ich bin in fast allen Franchise, wie das genannt wird. Bin ich absoluter Fan von Vampiren. Ich bin besessen von denen. Okay. Bericht senden. Und wir haben wieder so eine tolle Tasche bekommen. Was ist denn in der Tasche drin? Doppelklicken zum Öffnen. Ach, wieder so eine dämliche standhafte Glyphe, die den Verteidigungswert erhöht. Müsstest du eigentlich gebrauchen können, ne? Verteidigungswert? Oder? Hä? Neue Skill. Was bist du? Neue Skill. Ja, ärgern. So, zurück zu dem Typen jetzt, oder was? Ja. Und dann kriegen wir eine der miesesten Quests, die ich je mit Malay gemacht habe. Mhm. Ach ja, und es ist ein Solo-Dungeon. Sehr scheiße. Ja, und der schwarze Mann wird sehr, sehr, sehr nett. Wer bist du? Das ist der Krolli. Ein Templer. Yeah, XP. Ach, Blutmagie verwenden. Ach, er macht das. Ich habe mich schon gewundert, wann benutzt du jetzt Blutmagie? Ja, nett. Der hat Schwerter und Blutmann anscheinend. Mhm. So, also jetzt hier den Tanz der toten Seelen, oder was? Ja. Okay. Wo zum Teufel? Wo ist das? Ich hatte es doch genau. Oh Gott, dieser Gestank.
meinem Sohn Nicholas James Winter, bla bla bla. Wo ist das? Wo ist das? Dad? Ah! Ich hinterlasse mein Meisterwerk. Den Atlantic Island Park. Damit er restauriert wird nach meinen... Nach meinen Originalplänen? Welche verdammten Scheißpläne, Dad? Wie ist das gelaufen? Schon gut, ich bin nicht blind und taub. Es ist kein Zufall, dass es die Dinger zu den Fahrgeschäften zieht. Der Nebel kam am Tag unserer Ankunft. Ich sollte fliegen, aber der Flugplatz war geschlossen. Also kamen wir im Wagen von Portland. Nicht mal eine Stunde später kam er wie eine Lawine. Wahid hier beschloss, im Auto zu bleiben. Ich bin zum höchsten Punkt, den ich finden konnte. Es fiel mir damals nicht auf. Ja, wegen den Tieren auf meinen Fersen. Aber es ist schon seltsam, dass das Riesenrad noch funktioniert. Der Strom muss doch längst abgedreht sein. Zumindest die elektrische Energie. Aber damit läuft dieser Ort nicht, stimmt's? Nathaniel Winter, mein Vater, er blieb zurück, als alle anderen gingen. Und das nicht, weil er sonst nichts hatte. Er hatte sein Imperium, sein Geld, meine Mutter. Er hatte mich. Aber das war alles, was er wollte. Es hielt ihn über ein Jahrhundert am Leben. Es gab ihm Kraft. Wahrscheinlich lauert er immer noch hier. Irgendwo. Und ernährt sich von den Geistern verschollener Kinder wie der schwarze Mann. Was glotzen Sie denn so? Das hier ist Privatbesitz. Okay. Zum Riesenrad gehen. Also dürfen wir doch Riesenrad fahren? Nein, wir werden in den Einzelinstanz geschickt. Müssen wir dann da kämpfen? Ja, sehr viel. Und gegen einen ziemlich starken Boss. Aber ich kann nicht kämpfen. Das Problem ist auch noch, dass man ziemlich in Bewegung bleiben muss beim Boss. Nein! Doch. Okay, dann werde ich das euch aber erst in der nächsten Folge zeigen. Bis dahin, have fun, euer Quad. Now.